Künstler entdecken ja immer wieder neue Flächen für ihre Farben. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Spannend wird es bei lebendigen Leinwänden sozusagen. Body Painting ist das Stichwort. Und ob Gesicht oder Körper, dabei geht es um mehr als nur darum, ein bisschen Farbe auf die Haut zu bringen. Besonders spannend wird es sowohl für den Künstler als auch für das Modell, wenn Letzteres in besonderen Umständen ist. Das ist Helena Wissnier aus Attendorn. Und das ist ihr Babybauch. Den möchte die 31-Jährige heute gerne bemalen lassen. Und zwar von Andrea Schreiber. Die gelernte Erzieherin aus Welschen-Ennest bietet professionelles Bellypainting an. Ich bemale schwangere Bäuche. Die Frauen kommen zu mir ab der 30. Woche, wenn der Bauch schon einigermaßen rund ist, dass man gut drauf malen kann. Und dann werden sie schön bemalt. So zum Beispiel. Eine Stunde dauert so ein Kunstwerk, bis es fertig ist, und die werdenden Mütter genießen die Streicheleinheiten mit Pinsel und Farbe, genauso wie die Babys. Also es ist auf gar keinen Fall unangenehm, es kitzelt eher etwas und... Ja, wie ich gerade merke, meldet sich der junge Mann, der zur Welt kommen wird, Ende Dezember auch gerade so ein bisschen so zu Wort, und ich glaube, ihm gefällt's. Es ist auf jeden Fall oft so, dass die bei dem Schwamm sich gar nicht bewegen. Also erst wenn der ganz, ganz feine Pinsel ist, dass man dann kleine Stupser oder auch richtig große Wellen merkt, dass man dann auch eine Pause machen muss mit dem Malen. Auf die Idee, Babybäuche zu bemalen, kam Andrea Schreiber durch das Kinderschminken. Ich bin ja schon 10 Jahre selbstständig mit Kinderschminken und Facepainting. Und dann habe ich das bei Freundinnen gemacht und die sagten, mal doch mal meinen Bauch an. Und dann hat meine Tochter das auch bei mir gemacht und dann bin ich da irgendwie reingewachsen. Und mittlerweile ist es echt viel geworden und es macht irrsinnig viel Spaß. Und so ein Bauch ist ja auch eine super Leinwand eigentlich, oder? Als Fläche? Also auf jeden Fall habe ich endlich mal ein bisschen mehr Platz als in dem Kindergesicht. Und es ist einfach was ganz Besonderes. Auch, ich sag mal, das ist ja auch ein bisschen eine Vertrauensbasis, die man dann schafft, die Mutter zu einem hat. Und das ist schon toll. Helena Wissnier hat sich als Motiv für ihren Bauch eine Eulenfamilie gewünscht. Die Ideen ihrer Kundin zeichnet Andrea Schreiber erstmal auf Papier. Danach malt sie den Entwurf auf die Haut, aber aus gesundheitlichen Gründen nur mit ganz besonderen Farben. Das ist professionelle Theaterschminke, die ist hautverträglich für Allergiker geeignet und nach der neuen Kosmetikverordnung hergestellt. Deswegen ist es total bedenkenlos. 50 Euro kostet so eine Bauchbemalung, 2 bearbeitete Fotos gibt's dazu. Aber vorher brauchen die Eulen natürlich noch ihre Augen. Das Wichtigste am Motiv. Dafür muss Andrea sich ein bisschen konzentrieren und eine ruhige Hand bewahren. Das Ergebnis ist jedes Mal aufs Neue eine tolle Überraschung. Oh, es ist wunderschön geworden. Also von den Farben her, die Eulen kommen richtig gut zur Geltung. Und ich denke, jetzt im Anschluss können wir richtig schöne Bilder machen, die dann auch in das Babyalbum reingeklebt werden.